Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alpha Protokoll. Wir sind jetzt mit Mosca durch, genau. Und begeben uns jetzt nach Rom zur Operation Jus Vult. Stützpunkt in Rom. Ja. Verlassen wir mal Moskau. War eine schöne Zeit. Schöne 10 Folgen oder so. Oder 5 Folgen, keine Ahnung. Ne, mehr. 7. 5, 7, 8, 9, 10, keine Ahnung. Getting situated? Nice place. I kind of hope this operation lasts a while. I could get used to this. What do we got? From the information Shahid gave us, it's not clear what the link is between Halbeck and Alsamad in Rome. But it does list the local Alsamad cell leader, a Jibril al-Bara. But... It sounds like there's a snag. You could say that. A government-sized one. Well, let's just take it one step at a time, then. What's the problem? There's a CIA listening post here in Rome, and it's pretty well-staffed. They're definitely running a search on you. Huh. And Alsamad, it looks like. What's their chance of tracking us down? I don't know. You could try to stay below the radar, but that doesn't really seem to be your strong suit. Any chance of keeping an eye on them, or bugging the system, tapping into their network? It's possible. But you'd need to slip in there without being detected. So we'll have to be extra covert when carrying out this covert op, which will make finding the Alsamad cell even harder. There may be another way to get information we need on Alsamad and Halbeck. It looks like there's an NSA echelon listening post in Rome. You might be able to access that and use their database to do our hunting for us. It looks like... it's in a gelato shop. You've got to be kidding me. Stranger things have happened. So those are my options? Disarm the listening post, tap into the NSA computer, or make a straight run for Albara? What about Halbeck? What's their tie here? There's nothing about it in Shahid's records. So I did a check of Halbeck employees and ex-employees in Rome. One recent arrival came to the top that I think is worth looking into. Conrad Marburg. Conrad Marburg? Must have been teased out of elementary school. You two should have lots to talk about then. Just because my name sounds like the son of a Norse thunder god doesn't mean I had any problems in school, Mina Tang. Whatever you say, Mike. And for the record, I love my name. All right. So what's Marburg's tie to Halbeck? He doesn't have one, at least as of a year ago. He was actually chief of security, but then apparently transferred to working as a contractor for the Veteran Combat Initiative. That's the same organization that Z works for. Oh, joy. She may know something that could help us. Unless you need advice on implants, I wouldn't bother. All right. You got a picture of Marburg? Sending it to your screen now. His dossier doesn't have much on him, and some of the early details seem sketchy to me. Mike, what's wrong? Something tells me Marburg's our real problem. But let's figure out the Alsamad connection first. They're a little more knee-jerk than Halbeck. Do you think Shahid will help? I'm certain, especially if Halbeck's involved. I'll contact him, see what I can find out about Albara. Ach, stimmt. Shahid war das, genau. Es war der Typ, der. Mina wrote way to score. I think she custom framed it just for me. Oh, nice. Das war ja der. Ach ja, wir sollten uns mal anpassen. Und zwar. Den Bart. Wir passen ihn am besten hier rein. Wir sind mal. Sind wir ein bisschen besser vorbereitet. Nee, das sieht alles komisch aus, Gesicht. Die Sonne tut uns gut. Brille. Nee, es passt schon. Oder? Obwohl. Bart. Inwiefern mit der Bart besser? Ach nee. Das war der, genau. Der passt jedenfalls besser zu uns. So, dann... wo ist denn der Computer? Und... ach ja, der ist bestimmt wieder oben. Und ja. Und der Waffenschrank. Oh, sogar mit der... LOL. Was
Was hat der denn angestellt, damit er so ein Haus bekommt? Hat 20 den Boden nichts. Das war so klar. Nochmal ganz kurz ins Clearing House. Will ich nochmal ganz kurz das gucken. 29.000, okay. Ach nee, zuerst in zum Schrank. Da möchte ich nicht wegen der Ausrüstung mal gucken, was habe ich denn jetzt an. Ich habe. Ach stimmt, ich könnte noch ein paar Dinge zuweisen. Was ist denn hier der Unterschied? Sieht nicht mal anders aus. Panzerung. Vielleicht können wir mal eine bessere Panzerung kaufen oder so. Mit den Waffen bin ich noch zufrieden. Nein. Neue Kleidung. Ach Gott. Was haben wir denn hier noch? Was könnten wir uns denn leisten? Gar nichts. Die vielleicht. Ach so. Ne, die ist nicht zu teuer. Aber ich muss noch. Das haben wir jetzt alles gekauft. Und sonst haben wir hier nichts mehr. Dann noch schnell die Waffe tauschen. Ach lol. Die hier. Ich will die. Lol. Ich will die hier. Und da will ich mal die. Lol. Achso, da habe ich dann zwei. Hab ich so. Ja, ist doch auch egal. So, dann begeben wir uns mal nach draußen. Haben wir noch Zeit, genau. Da geht's raus. Agent Darcy sent me this for acing the training course. He misspelled my name. Fahren Sie CIA Hochposten, fange NSA Aufklärungsergebnisse ab wahrscheinlich und identifiziere Jibril Albara im Schloss. Ne, ich will den Hochposten verwandeln. Ja, das kennen wir alles bereits. Vielleicht, keine Ahnung. Und was gibt es? CIA-Hochposten in Rom. I'm in. Seems pretty quiet. It is a listening post. The CIA is upstairs, and they probably have a guard in the lobby, so keep an eye out. Will do. Mike, careful. They probably have a guard in the lobby. I can hear him. He must be right outside. No way am I getting past him without him spotting me. Also ich hab die. Unterbreche das Videosignal. Okay. Wenn wir machen, gibt's denn. Lol, fliehen? Ne, ich will nicht fliehen. Ah ja, und ich muss noch die. Lol, übertakt. Ne, nicht Schnellfeuer. Ich will das hier, ich will noch. Is someone there? Du bist tot, mein Freund. Der Typ ist in. Mike, it looks like the third floor camera is being run by a dummy console on the second floor. If you can, das haben wir alles. You can loop the feed and sneak past. Ja, ja, das haben wir alles gemacht. Ich lenke die Mitarbeiter ab. Hä? Ja, machen wir es einfach mal. Kameras deaktivieren. Das hier.
Aha. Dann konnte ich einfach abbrechen drücken. Dann muss ich zwar es neu machen, aber dann wird kein Alarm ausgelöst. Das ging schon mal bei irgendeinem Spiel. Aber ich weiß nicht, bei welchem. Und hier ist das. Und das genau drunter, ja super. Das ist eine Herausforderung. Downloading the software. All right. Receiving. We're good. Listening in on the listening post. Gotta love this job. Bella. Controlling flow from the inside. No other entrances I can see. Looks like the only way to get it to open is to get them to open it. I'll think of something. Wie soll ich sie öffnen? Oder wie soll ich sie dazu bringen? Achso, hier. Geh mal da in meinen Pool. So ought to do the trick. What are you doing? Mike, don't kill them. There's got to be another way. Just giving them a scare. A little something I learned in third period science. What the hell? Nein, ich bin nicht hier. Ich wusste nicht, dass sie da rauskommen. Look, make this easy on yourself. LOL! LOL! Habt ihr das gesehen? Alter Vater. Oh. Das war mal ein geiler. Achso, das ist da hinten, okay. Ah, ich, wie, also E-Mails, Frau. Wie heißt der Feger? P. Okay. Na, Pech gehabt, die sind jetzt down. So. Das hätten wir. Lol, da liegt noch was. Ach, zur Munition. Phosphorgeschoss, geil. Datenbank. Ach Gott, wie viel hacken muss ich denn hier? Eins. Zwei. Ach, das ging ja, ist ja alles easy. 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 Alles klar. Du hast den Wachposten. Okay. Wieso habe ich jetzt zwei eigentlich? Kann ich den auf zwei Orten verlassen? Yeah. Ich will ihn mal hier verlassen. Abgeschossen. Verlass den Hochposten. Geil. Mit dem geringen Problem ist scheucht der Agent die Wachleute aus ihrem Überwachungsraum, mit dem er das Belüftungssymbol Hochposten sabotiert. Neue Öffnungsergebnisse sind geil. Jetzt können sie uns nichts mehr anhaben, die CIA. Diese Schwuchteln. AP-Stützpunkt. Das war aber eine leichte Mission, muss ich sagen. Und haben eine E-Mail. I've just detected a source within the VCI branch office doing a search for your profile. Although they've got the height wrong. Why are they doing a search now? They already found me. It looks like the analyst isn't doing it on company time. I have the workstation called up. It's using the workstation Parker used while he was undercover as a Halbeck contractor. What? The ID on the badge used to access the office is a Madison St. James. What's her role at the company? A full background check may take some time, but from skimming her dossier, she looks like a new employee. Got a picture? Calling it up now. Hmm. She's pretty. Recognize her? No, I think I'd remember. But if she's tied to Marburg, I think we've got a way to get to him after all. Das finde ich schön. Natürlich Kampfsport. Und sonst die Zähigkeit. Drei Punkte hätte ich noch in Sabotage. Ne, die hebe ich mir mal auf. Alles klar, jo. Ach ja, wir haben noch eine neue E-Mail gelesen, ja, bekommen. Die lesen wir natürlich noch schnell. Oder gucken schnell. Oh lol. Das Mailer-Demon. Mailer-Demon, den hasse ich.
gemacht. Okay. Alles klar. Ja, komm noch. Eigentlich keine Zeit mehr, aber ich starte nochmal die neue Mission. Fange. Okay, nein, das machen wir in der nächsten Folge. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschalten würdet zu Alpha Protokoll. Tschüss.